Dieses Körnerbrot hat sich mittlerweile zu unserem absoluten Favoriten entwickelt. Das ist so schnell aufgegessen, dass ich mit dem Backen gar nicht hinterherkomme. Aus diesem Grund haben wir angefangen, das Brot auf Vorrat zu backen. Und es gibt einfach nichts, was sich besser eignet, als Brot im Glas auf Vorrat zu backen. Was ihr dafür braucht, ist ein Sturzglas. Das sind genau 850 Milliliter und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und deshalb möchte ich euch zeigen, welche Zutaten ihr in welcher Menge braucht, damit ihr das Brot ganz genau in ein Glas bekommt. Das könnt ihr dann natürlich verdoppeln, verdreifachen oder wie wir versechsfachen und dann könnt ihr da 6 Brote aus Vorrat backen. Ich zeige euch jetzt wie gesagt die Menge für genau ein Glas und wir fangen auch direkt damit an. Ihr braucht wie gesagt ein 850 Milliliter Sturzglas. Ich verlinke euch das in der Infobox. Dann braucht ihr natürlich so einen Ring und pro Glas 2 Klammern. Aber jetzt mischen wir erstmal den Teig an. Ihr braucht wie immer eine Schüssel und ich nenne euch jetzt noch einmal die Zutaten, die ihr braucht, mit der genauen Grammzahl. Als erstes benötigen wir Haferflocken. Wir nehmen 120 Gramm Haferflocken, davon 60 Gramm feine Haferflocken und 60 Gramm kernige. 100 Gramm Sonnenblumenkerne, insgesamt 80 Gramm Leinsamen, davon sind 40 Gramm ganze Leinsamen und 40 Gramm geschrotete. 40 Gramm Haselnüsse. Ich werde immer wieder gefragt, ob man Haselnüsse auch weglassen kann. Natürlich, wenn ihr irgendwas von den Zutaten nicht mögt oder vertragt, ihr könnt bis auf die Haferflocken, könnt ihr eigentlich alles durch irgendwas anderes ersetzen. Also 40 Gramm Haselnüsse, 40 Gramm Kürbiskerne, 15 Gramm Flohsamenschalen und 15 Gramm Chiasamen. Darauf geben wir einen Teelöffel Salz und damit haben wir alle trockenen Zutaten zusammen und das vermische ich jetzt erstmal. Jetzt kommen die flüssigen Zutaten. Ich benutze einen Teelöffel Agavendicksaft. Wer das nicht mag, kann das natürlich weglassen. Ich mag diese leicht süße Unternote, deshalb gebe ich einen Teelöffel Agavendicksaft darauf. 2 Esslöffel Öl. Ihr nehmt einfach irgendein geschmacksneutrales Öl. Und darauf kippen wir 250 Milliliter Wasser. Ich benutze warmes Wasser. Das Ganze wird jetzt verrührt. So, und die Zutaten lasse ich jetzt 1-2 Stunden quellen. Das mache ich aber jetzt hier etwas anders und lasse das einfach im Glas quellen. So, jetzt nehme ich mir mein Glas, einen Pinsel und pinsel wie auch sonst immer nur den Boden ein. Das reicht vollkommen. Ich verspreche euch, ihr bekommt das Brot ganz einfach aus dem Glas. Solltet ihr entgegen aller Erwartungen doch Probleme haben, das Brot rauszubekommen, dann nehmt ihr euch einfach ein glattes Messer und geht mit dem Messer am Rand rein und löst das Brot vom Rand her. Und dann rutscht das Brot wirklich von alleine raus. So, wie gesagt, das Glas habe ich unten mit Öl eingefettet. Und jetzt nehme ich den Teig und fülle das ins Glas. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Brot feste andrückt. Und dass sich hier in dem Glas, so wie hier, keine Luftlöcher bilden. Ich hoffe, man sieht das. Das müsst ihr wirklich richtig gut andrücken. Sonst bricht euch das Brot an der Stelle, wenn ihr es anschneidet. Ihr könnt ein bisschen Wasser nehmen, den Löffel ein bisschen befeuchten und dann schön glatt drücken. Dann
kontrolliere ich das Glas, dass wirklich keine Luftlöcher oder keine großen, weil das quillt ja auch noch, aber dass hier keine groben Luftlöcher sind. Jetzt nehme ich ein sauberes Tuch und mache den Rand schon mal sauber. Das muss wirklich richtig sauber sein am Rand. Jetzt nehme ich den Deckel, pack den Deckel drauf und lasse das Glas 1-2 Stunden quellen und dann backen wir es gemeinsam. Ich habe den Ofen jetzt vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze und schiebe das Glas jetzt ohne Deckel in den Ofen. Ich habe den Ofen ohne Gitterrost vorgeheizt und jetzt schiebe ich das Gitterrost rein und stelle unser Glas darauf. Und jetzt lasse ich das Brot für 70 Minuten backen. Mein Brot ist jetzt so gut wie fertig. Ich habe jetzt so eine Schüssel mit heißem Wasser genommen und da lege ich jetzt den Deckel und das Gummi ein. Ich habe das Brot jetzt 70 Minuten gebacken. Das ist fertig. Das ist schön braun ringsum. So, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. So, ich hole jetzt das Gummi raus. Lege das hier auf den Deckel. Und lege das da drauf. Jetzt mache ich schnell die Klammern. So. Und die zweite. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Das Brot ist jetzt so heiß, ihr beeilt euch und packt sofort den Deckel und die Klammern drauf. Und dann drehe ich das Glas sofort um. Und dann ist das Brot für ein paar Wochen haltbar. Wenn ihr das Brot für mehrere Monate haltbar machen möchtet, dann nehmt ihr eine feuerfeste Auflaufform und füllt sie ungefähr 4 cm mit heißem Wasser. Und dann stellt ihr das Glas in die Auflaufform. Passt auf, dass das Wasser wirklich heiß ist, sonst platzt euer Glas. Und das Ganze stellt ihr bei 130 Grad in den Ofen und lasst das dann für 30, 40 Minuten drin. Und dann habt ihr das Brot wirklich richtig eingekocht und das Brot ist Minimum ein Jahr haltbar, wenn nicht sogar länger. Ihr müsst nur darauf achten, dass der Ofen wirklich nicht heißer ist, weil euch sonst das Gummi schmelzen würde. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, vor allem dieses Brot im Glas vorzubacken. Es gibt einfach kein besseres Brot als dieses. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Video.